are getting weary. My back is getting tight. I'm sitting here in traffic on the Queensboro Bridge tonight. But I don't care, cause all I wanna do is cash my check and drive right home to you. Cause baby, all my life I will be driving home to you. Weil ich den Jackpot mach und ein paar Mädchen treffe. Von Flairs Familie auf der Venusmesse. Wo sie Penis lecken, ja ich ficke sehr lang. Alles Fake, alles Lüge, alles Photoshop. Motherfuck, what? Wer ist dieser Farid Bang? Bevor du mich fickst, kann SAV sich seine Haare kämmen. Ihr seid maskuliner, doch wir sind am maskulinsten. Flair the Rubenson. Flair the Rubenson. Flair, ich ficke deiner Mutter. So Leute, also wir sind jetzt hier am Schießstand und wir üben für die Asphalt Massaker 3 Tour und ich habe mir was sehr, sehr Besonderes einfallen lassen und deswegen werde ich mal gleich anfangen. So Leute, bis jetzt war das mit der Schießerei natürlich alles nur Spaß. Also ich möchte keinen der Herrschaften umbringen, auf die ich jetzt geschossen habe, aber bei dem jetzigen Kandidaten, da kann das wirklich schon eine echte Übung sein oder vielleicht eine Simulation für unser nächstes Zusammentreffen, lieber Patrick. Ist das so recht? Perfekt. Passt? Okay. Ich sehe den. Oh, oh, oh. Du hast dein Gesicht zersägt. Ah, okay. Farid, wo mal hier? Farid, wo mal hier? Der Hurensohn! Hört ihr mal! So Leute, der Flair, wie ihr da seht, der müsste auch erledigt sein. Und ich glaube, beim Flair habe ich so gut getroffen wie sonst bei keinem. Also in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Frisch, bitte dich! Wenn du ein Wort aussprichst, musst du das Wort gut aussprechen können. Es bringt nichts, wenn du irgendwas sagst und man merkt, du hast, deine Lippen waren nicht mal in der Lage, das zu sagen. Mhm. So. Und das sind alles Sachen, die ich bei Kollegen und auch Farid Bang am Anfang gehört habe. Und ich habe mir so gesagt, Mann, Jungs, bevor ihr erzählt, was für tolle Rapper ihr seid, erstmal Timing, erstmal Ästhetik und vor allen Dingen dann auch die Art, wie man zum Beispiel reinkommt in den Satz. Wo man einsteigt und zum Beispiel, wenn du vor der 1 einsteigst und du einen 3-4-silbigen Reim hast, das ist immer dieses Echo-Problem, Alter. So. Wenn du mich fragen würdest, wer rappt besser, Farid Bang und Kollege, sage ich dir Farid Bang. Weil Farid Bang wenigstens noch Sachen sagt, wo du sagst, okay, ah, die Leute können, es ist lustig, es ist einfach, es ist direkt in die Fresse, so muss Rap sein. Geil, weil das direkt auf die Fresse ist. Ja, Farid hat ein Timing-Problem. Farid Bang müsste nach der 1 einsetzen und dann würden seine Reime auch besser flowen. Farid, sein Problem ist, er ist durch die Echo-Schule gegangen, setzt vor die 1 ein, rappt auf 80 BPM und setzt vor die 1 ein. Hat dann einen 3-4-silbigen Reim und darum zieht er den Reim so lang. Dann, darum hört er sich an wie ein Behinderter, wie ein Esel. Entschuldige, ist so. Weißt du, so, okay. Alles ist immer, weil die Reime sind langgezogen. Macht wohl auch nie ein Typ, der rappt, weiß, Reime spricht man schnell aus. Nee, und alle deutschen Rapper rappen immer unten im Bass. Ja. Farid Bang rappt immer unten im Bass. So, wo ich mir denke, Mann, du Vollidiot, hörst du das nicht, Alter? Das ist so wie, einer spielt eine schiefe Note. Und auf so eine Sache achte ich dann halt. Aber kein anderer achtet darauf in Deutschland und deswegen ist es auch wahrscheinlich scheißegal, was du machst. Ich ärgere mich nur aufgrund meines Wissens darüber, dass ein Farid Bang überhaupt eine CD verkauft. Ja, er hat seine. Jeder kann Musik machen, wie er will. Ja. Aber wenn du mich als Rap-Experte fragst. Auch, ich meine, auch ein Moneyboy verkauft oder. Moneyboy ist technisch besser als Farid Bang. Moneyboy hat. Ich schwöre dir, Moneyboy hat mehr Ahnung von Rap als 5 Farid Bangs. Zum Beispiel, wenn man jetzt wieder zu diesem Brief kommt, den ich gegen Farid geschrieben habe und so. Ich glaube halt auch wirklich, dass ich da trotzdem auch vielen Deutschen aus der Seele gesprochen habe. Weil viele Deutsche würden auch genau so reden. Ja. Weil viele Deutsche natürlich keinen Plan haben von der Hip-Hop-Kultur und auch viele Leute keinen Plan haben von diesem Multikulti-Leben.
Und viele Leute würden dann auch genau so einen Brief schreiben. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich den Brief nicht mal geschrieben habe. Die wissen, ich habe den gepostet. Dass du das gesagt hast. Ja, aber ich egal, ich habe den so geschrieben, ich habe den gepostet und dann in dem Augenblick habe ich den ja geschrieben. So, und ich wollte halt auch mit dem Brief genauso bezwecken, dass die Leute sagen, ah, guck mal, er bedient genau jetzt diese Schiene. Genau diese Schiene, hier ist mein Land, ihr seid Gäste, ihr habt euch zu benehmen, sonst Ausländer raus Schiene. So, ist scheiße die Schiene, aber genauso bedient Farid die ganze Zeit diese ich bin krasser Kanake Schiene, fick dich du deutsche Kartoffelschiene. So, ist genauso scheiße. Nein, ich wollte nur Folgendes, mein Experiment war das, zu sehen, wie Leute wieder bei dem Deutschen reagieren und wie sie dann im Nachhinein oder auch in der Vergangenheit auf den Ausländer oder auf den Deutschen mit anderer Hautfarbe meinetwegen reagieren. Guck mal, ein Politiker oder ein Moderator oder irgendein anderer so einen Brief geschrieben, Karriere vorbei. Ich kann das machen, weil die Leute mich so gut kennen. Aber pass auf, du hast vollkommen recht, der was Toxic geschrieben hat, war okay. In Bezug auf mich war es okay. Aber er hat noch nie in seinem Leben das bei einem Farid Bang geschrieben. Oder bei einem, Kanal-Rapper. Hat Farid so etwas schon mal geschrieben? Farid verkauft nur Platten deswegen. Farid ist der freche Araber-Rapper, der kleine türkische Fans oder arabische Fans hat, die sind 12 Jahre, mit Undercut, die wiegen alle 60 Kilo und beleidigen die Deutschen auf dem Schulhof als scheiß deutsche Kartoffel. Das ist seine Philosophie, das ist der Hype um Farid Bang. Aber das Ding ist, dass ein Toxic oder die Medien sich nie sozusagen den Mut zusammennehmen und dann auch mal was gegen diese Leute sagen, weil sie genau wissen, Alter, wenn er das nächste Mal Farid Bang sieht, dann steht er da mit seinen 5 Cousins und die ficken ihn, wenn sie ihn sehen. So, und das ist nämlich das Problem. Bei mir, ich bin dann in dem Augenblick der Deutsche, dann zieht man wieder die Nazi-Karte, dann zieht man wieder die ich bin politisch unkorrekt Karte und das ist für mich unausgewogen und deswegen habe ich diesen Brief geschrieben. Ich wollte einfach nur zeigen, guck mal, bei mir werden die Leute wieder so reagieren, bei ihm machen die einen Scheiß. Also, aber ich bin auch der Meinung, so Farid rappt jetzt auch nicht bei Asphalt Massacre irgendwie anders oder macht irgendwas anders. Also, er hatte dann. Das Album war ja schon ein bisschen so auch Trap-lastig. Vielleicht so. Dieses Killer-Album? Dieses Killer, genau. Das war ja auch Trap-lastig. Wenn du das Trap nennst, also ich habe es mir einmal angetan. Staccato gemacht. Vielleicht nicht so krass wie du, weil du hast das ja extrem gemacht. Ja, also generell, wenn du kannst nicht vor die 1 einsetzen. Wenn du vor die 1 so. Okay, ja, so ich habe da Sachen manchmal gehört, was er gemacht hat. Also, keine Ahnung. Wer ihm gesagt hat, dass es Trap ist, aber die Beats waren trappig. Ja, genau. Natürlich. Aber ich habe mir das auch einmal angetan. Ich gucke mir wirklich nichts von dem Jungen an. Also ich will auch nicht jetzt so tun, als wenn ich den nicht auf dem Schirm hätte. Ich gucke mir manchmal die Blogs an, wenn er was über mich sagt, dann poste ich ein Foto zurück, so einfach, um ihm zu zeigen, ich spiele mit, die Kinder freut es, die Kinder feiern es. Dann habe ich mir dieses Killer-Video angeguckt, wo er denselben Lamborghini gemietet hat wie ich. Er geht in dieselbe Area, mietet denselben Lamborghini. Im Ernst? Aber, bei welchem Video hast du das? Ich habe das bei Hinter blauen Augen mit Chris Macari. Okay, er macht dieselbe Scheiße. Muss mal reinziehen. Mietet den Lamborghini, mietet sich eine Yacht hin und her und disst mich aber noch 2 Monate vorher. Ich möchte gern Buba und möchte gern 50 Cent oder keine Ahnung was. Okay. Das Ding habe ich mir angeguckt und dieses, was er da mit Autotune macht, er benutzt dann halt auch Autotune, aber er singt nicht in irgendeiner Tonlage, sondern er sagt, ich bin ein Killer und dann ist da Autotune drauf. Das ist aber nicht, er singt nicht irgendeine Melodie mit Autotune und das macht es für mich aus so, weißt du, was ich meine? Du kannst dir die Styles klauen, du kannst dir so ein bisschen die Elemente klauen, aber ob du dann wirklich ein guter Typ, also wenn du wirklich Trap dann begriffen hast oder jetzt auch ob du den Karloku Knotenflavor dann wirklich begriffen hast, es gibt Babassat, es gibt 1000 Leute, die rappen auf 90 BPM Sample Beats, aber die klingen nicht wie Frank und Sonny Black. Und wir fahren jetzt zu Flair nach Berlin. Nein, Spaß. Wir fahren jetzt zu einem gewissen Herrn, der gestern bei einem Gewinnspiel gewonnen hat. Während der Promophase von Asphalt Massacre 3 gibt es einige Hausbesuche von mir. Diesmal nicht zu fünft und nicht mit dem Smart, sondern diesmal nur mit dem Porsche und zu zweit, zu dritt. Also wie gesagt, hauptsächlich ging es bei dem Song aber um die Nächstenliebe,
zwischen mir und Frau Losensky, Schrägstrich Patricks Mutter, die ja mit Sicherheit auch dem einen oder anderen Rapper ein Begriff sein sollte. Mann, du weißt, dass du den Ficker niemals ficken kannst. Treffe Farids Mutter, Lippenstift am Schwanz. Wenn ich Gewichte push, hilft dir auch kein Photoshop. In meiner Gegend ist ein guter Kopf ein toter Kopf. Deine Banger-Freunde, sie rennt zum Arbeitsamt. Alles, was du rappst, ist Faker, kenn endlich die Wahrheit an. Ich hab Karat und ihr Karotten, ihr Bugs Bunnies. Ihr seid geliefert, wenn ich nicht mehr auf Bewährung bin. Komm nach Schöneberg, ich zieh dir deine Jones ab. Wie man ein Banger ist, ich hab es euch vorgemacht. Dich zu battlen ist für jeden Rapper kinderleicht. Ich hätte Farid längst getötet für den Klingelstreich. Heute ist nicht gestern, deutscher Rap verändert sich. Farid Bang, du Hurensohn, du bekommst den Messerstich. Du redest wie ein Esel, lebst in deiner Scheinwelt. Jeder macht mich nach, weil den Schwänz nichts mehr einfällt. Nur mal jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, zum Abschluss vielleicht, ein guter Schlusssatz ist, mit mir kann man immer reden, Alter. Egal was, ob es zum Battle gekommen ist, Farid Bang, Kollege, die ganzen Leute, wenn die anrufen, sagen, wir möchten uns mit dir hinsetzen, alleine, wir treffen uns, für was auch immer. Ich bin, Alter, ich bin am Start, ich brauche keine Leute. Beinamen wie Muskelmensch passen zu mir, denn ich steh nachts vor der Tür, von Patrick und Frier, yeah. Ich fick Paul und die Karotte, weil ihr Furzen seid. Wie Tides Henkers Mahlzeit wird der Bordstein sein. Ich hab Opfer gebracht, heute krieg ich fett Applaus. Maskulin brachte auch Opfer als Rapper raus. Du fragst, wen hab ich gedisst? Nice und Ilmatic. Harris, Doreen, Kürz und Kitty Cat, die Bitch. B-Tide, CRPUT, Sierra Kid, Nazar, Zilla, Reason, Patrick und Tamar. Hey Patrick, grüß dich. Du hast eben vergessen noch zu erwähnen, dass ich Gold gegangen bin mit Jung Brutal Gut Aussehen 2, mit Killer fast bei Gold bin und dass du noch ein kleiner dreckiger Hurensohn bist. Hast du auch vergessen. Ah, okay. Und ich fick deine Mutter, diese Schlampe von Hurentochter. Okay, okay, das war noch nicht so richtig. Machen wir nochmal, ja? Okay. Gib dir auch mal ein bisschen weniger Vorlauf. Okay. Kannst du schneller einsteigen, ein bisschen besser drin. Ja, das war ja? Die ganze Zeit nicht richtig gehört, deswegen bestimmt. Okay, 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 okay. Und ich fick deine Mutter, diese Schlampe von Hu... Nein, das ist viel zu früh, Alter. Müssen wir nochmal machen, okay? Okay, okay. Okay, los geht's. Später diesmal kommen, ne? Und ich fick deine Schlampe, diese... Nein, Mann, nein, nicht so spät, Alter. Was ist los bei dir, Alter? Komm. Das haben wir jetzt mit der Stimme hingekriegt, jetzt kriegen wir es mit dem Takt auch noch hin, okay? Machen wir nochmal, ja? Okay, okay. Okay, los geht's. Und ich fick deine Schlampe... Alter. Ich war nur im Takt, Alter. Was im Takt, Alter? Zuerst war es eine halbe Ewigkeit davor, Alter, danach war es eine halbe Ewigkeit dahinter. Was ist los bei ihm? Du hast gar keine Ahnung, nimmst du heute zum ersten Mal auf, oder was? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ja, klar. Du triffst nicht die Eins und ich hab keine Ahnung, oder was? Ey, was für ich treff nicht die Eins, Mann? Willst du sagen, ich kann nicht rappen, oder was? Ja, pff, Alter, ich weiß nicht, also ein paar CDs hast du ja schon verkauft, Alter, aber die Eins hast du heute noch nicht getroffen, ja? Alter, komm, mach mal nochmal, ich zeig dir, wie das geht. Okay, okay, okay. Bist du bereit? Ja klar, Mann. Die Eins auch zu treffen. Ey, ich treffe die ganze Zeit, hör nicht. Okay, mach mal einfach mal. Banger Musik, yeah. Und ich fick deine Mutter, diese Schlampe. Alter, vergiss es, Alter. Jetzt bist du schon wieder zu früh, Junge. Was ist denn los bei dir, Alter? Ey, ich hab richtig gerappt, Alter. Ja, vielleicht in deinem, weiß ich nicht, Horizont, Alter. Keine Ahnung, was bei dir da gerade falsch läuft. Ja, aber der Takt ist auch schwer, Mann. Was schwer? Da bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4. Alles wie immer, ey, Bruder, Alter. Ey, du kannst das so schneiden. Britney Spears und so, die machen das auch alle immer so, Mann. Ja, Bruder, aber die haben nicht morgen früh Abgabe, Alter. Ja, wir müssen das muss sitzen, Alter. Das muss sitzen. Ich meine, was soll ich denn... Wie soll ich jetzt den scheiß Takt, Alter? Das ist das letzte Lied, was ich aufnehme. Soll ich reinkommen und dir auf den Rücken klopfen, Alter, damit du die Eins triffst, oder nein, was? Nein, Alter, aber was soll ich denn jetzt... Aber warte, apropos klopfen. Wir machen das jetzt so, Alter, ja? Ich gebe dir hier den Takt vor. So, du guckst dir das an, Alter, und dann versuchst du die Eins zu treffen. Sollen wir das mal so probieren jetzt? Wie willst du mir das vorgehen, mit den Fäusten, oder was? Nein, pass auf. Wir nehmen einfach mal hier die Dinger, Alter, ja? Okay, und dann machen wir so. Bam, bam. Bam, okay? Okay. Sollen wir das mal probieren? Ja, auf jeden Fall. Ich drücke auf Aufnahme, bam, 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 und du fängst auf die 1 an zu rappen, okay? Okay. Deal? Okay. Okay, los geht's.
Und auf geht's. Yeah. Ah. Ah. Und ich fick deine Mutter, diese Schlampe von Hurentochter. Ficke deinen Vater, diesen Stubenhocker. Bruder. Super. Genau so. Und jetzt einfach weitermachen. Wie Ex-Kriminelle. Es gibt keine Features für Jungs ohne Rückgrat. Flair, Frank, White Label, Boss ohne Künstler. Ah. So, lieber Patrick, du warst in letzter Zeit sehr fresh. Und jetzt, heute habe ich jemanden dabei. Und der wird dich richtig ficken, Alter. Komm mal dazu. Ich fick mit meinem Bruder Farid dich am Nachholen. Wir rasieren dich, wir stechen dich ab am Nachholen. Ich stech dich ab am Nachholen. Du Göttwörter. Du Bügelberger. Willst du Schule weitermachen? Ja. Warum? Ist gut in der Schule? Warum willst du die Schule weitermachen? Auf geht's, ich glaube den kleinen Scheiß an. Damit das so wird wie Flair oder so. Warum hast du dich mit Flair eigentlich nie auf einer musikalischen Ebene gebattelt? Weil der nicht musikalisch so stark ist, ne? Also, er hat ja mehrmals Diss-Tracks gemacht. Er hat ja zu jung, brutal gut aussehend, hatte ja den Mega-Diss-Track, der wirklich mit wirklich namenhaften Diss-Tracks wie Abrechnung und diese ganzen großen Diss-Tracks so zusammen eingereiht wird. Mut zur Hässlichkeit, der ja den mega Hype hatte, der Diss-Track, und wirklich gutes Feedback hatte. Also wirklich, da hast du echt was hingelegt, Herr lieber Patrick. Also da bin ich nicht mal drauf eingegangen. So. Flair ist auch für mich kein Rap-Gegner. Ne? Das ist für mich so ein kleiner Spaß so nebenbei. Trotzdem nimmst du es wahrscheinlich auch mittlerweile sehr ernst. Nein, ich nehme es nicht ernst, um Gottes Willen. Ich nehme den Typen nicht ernst. Also ich bin auch nicht jetzt so, dass ich so, ich muss den ficken und bla bla. Ich nehme das alles mit Humor. So. Ich fahre bei dem vorbei, mache ein paar Späße und das so alles mit Humor zu betrachten. Ich hoffe einfach, dass ich ihn niemals begegne, weil ich ihn nicht schlagen möchte oder so. Ansonsten, also, der interessiert mich nicht so wirklich. Also nicht, was heißt, der interessiert mich nicht? Ich ärgere ihn halt gerne. Das ist das Einzige. Das macht mir einfach Spaß. Ist es nicht aber insgesamt dann auch so eine Sache, die man irgendwann mal auf sich beruhen lassen kann? Ja, aber Flair ist einfach so, der gibt einfach so, der kommt einfach mit so geilen Statements wie sein Brief gegen mich und so. Da muss man einfach dann nochmal so, weißt du, der bringt halt immer so ein knaller Statement raus. Und da muss man da einfach immer nochmal so, komm Patrick. Im Zweifel helft ihr euch ja wahrscheinlich auch gegenseitig immer ein bisschen dadurch, dass ihr ständig und überall... Ich denke schon, ich habe ihm auf jeden Fall viel geholfen. Ne? Also, ihr spielt euch ja gegenseitig die ganze Zeit die Bälle zu. Sollte mir auf jeden Fall dankbar sein für alles, was ich für ihn gemacht habe. Also so viel Name-Dropping wie von mir hat er noch nie bekommen. Und krieg halt natürlich noch die Anwaltsschreiben, die kosten ja auch. Hab 3.000 Euro bezahlt für seine ganze Anwaltsschreiben, Patrick. Das Geld hole ich mir natürlich wieder, indem ich ihn dann disse. Und dann vielleicht die ein oder anderen Anti-Flair-Anhänger sich dann das Album kaufen und wir dann diese 3.000 Euro kompensieren können. Guck mal, du musst das auch so sehen. Ich sehe das jetzt nicht. Ich beleidige Flair nicht. Ich mache mir Späße aus dem. Also man muss das differenzieren. Der Typ kommt mir jedes Mal, komm nach Berlin. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, der Flair ist gar kein Rapper, sondern Touristenführer, so oft wie der mich nach Berlin einladen möchte. Also echt, danke Flair. Du hast die Einladung ja quasi dann angenommen, ne? Die Tour führt auch nach Berlin. Ja, natürlich, da komme ich natürlich gerne vorbei und der Patrick ist auch herzlich eingeladen bei mir. Also ich bin jetzt auch nicht so böse, aber der ist halt einfach so ein primitiver Typ. So. Der ist so sehr primitiv und so, der ist sehr impulsiv
Und deswegen, ey, der hat auch seine Anhänger. Der hat auch bestimmt ein paar coole Kids, so Dorfkinder, so dorfdeutsche Jungs, so die wirklich keinen Draht zu Ausländern haben. Und so, die dann so sagen, ey, ja, wir setzen uns durch gegen Ausländer. Das existiert nicht, Mann. Ey, wo ich lebe, sind Deutsche und Ausländer, die sitzen an einem Tisch. Also es ist jetzt nicht bei mir, dass irgendwie Deutsche ausgegrenzt sind oder ich bei Deutschen ausgegrenzt bin, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Meinst du nicht, dass du in der Lage wärst, dich auch an einem Tisch mit ihm auszutauschen und auszudiskutieren? Was soll ich mit ihm ausdiskutiert? Es gibt doch kein ernsthaftes Problem. Also, außer dass er beleidigend ist, was soll ich jetzt mich mit denen hinsetzen? Warum hast du mich beleidigt? Er ist für mich einfach ein Typ, den ich gerne ärgere. Und ich möchte ihn weiterhin ärgern und ich möchte ihn auch weiterhin demütigen. Das ist doch meine Intention. Also ich möchte mich doch jetzt nicht mit Flair auf menschlicher Ebene treffen. Der ist ja wirklich ein Untermensch unterster Klasse. Also wirklich, da ist er, frage ich mich nicht, in welchem Heim der aufgewachsen ist, sondern aus welchem Waisenhaus der entflohen ist damals und was er da für Sitten gelernt hat, da im Heim und auch mit diese. Damit legst du doch schon wieder oben drauf, ja, das ist doch schon wieder los, dann wird er doch wieder darauf antworten, das ja, muss doch eigentlich alles nicht sein. Ich meine, hey, guck mal, eine Sache muss auch gehen, auch diese Karottengeschichte. Der Flair hat es nicht immer einfach gehabt. Er ist schon in sehr frühen Jahren mit Sexualstraftätern konfrontiert worden. Und das in seinem Heimzimmer. Wo dann wahrscheinlich umgeben von Tupac-Postern oder Notorious B.I.G.-Postern, was er immer gehört hat, dann auch wirklich da diese sexuellen Straftaten an ihn vollzogen worden sind. Das ist natürlich auch sehr verletzend und das sieht man natürlich auch jetzt. Im hohen Alter verfolgt es ihm noch. Dank meiner Insider-Information. Zollst du ihm Respekt dafür, dass er auf 1 geht? Ey, wenn er auf 1 geht, das ist gut. Ich freue mich für ihn. Wenn er sich freut, ist voll in Ordnung. Also es ist voll in Ordnung. Der ist noch nie auf 1 gegangen, soll mal auf einmal auf 1 gehen. Man muss das auch nicht unterbewerten. Er hat 18.000 verkauft. Ich freue mich, dass er nicht lügt bei seinen Verkaufszahlen. So dass er nicht sagt, so, dass er da so mal das erste Mal in seinem Leben nicht lügt. Dass er sagt, ja, das hat sich 18.000 Mal verkauft. Weil sonst ist er immer sehr stark am Aufrunden. Und, aber jetzt hat er wirklich mal die wahren Zahlen genannt. Und ist voll in Ordnung für ihn, voll. Ist doch gut. Hast du auch einen Tipp an mich? Vielleicht mal ein bisschen Beine trainieren. Sonst noch irgendwas? Du, Bruder? Was soll ich sagen, außer dass Flair ein Hurensohn ist? Bruder ist mein bester Mann aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch zum offiziellen Snippet von Asphalt Massaker 3. Und an dieser Stelle möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges mitteilen. Am 27.03. ist es soweit. Aber das Wichtige ist, Flair, du bist ein Hurensohn. Weil ich den Jackpot knack und ein paar Mädchen treffe. Von wem? Von Flairs Familie auf der Venusmesse. Wo sie Venus recken, jeder kriegt was er verdient, ich bin Millionär. Yeah. Und Flair, wenn ich nächstes Mal bei dir vorbeikomme, Michelle, sieht man ihn nicht, stell mir unten einen Heizstrahler hin, dann bleib ich auch vielleicht ein bisschen länger. Untergebildet. Doch es reicht aus, um mich beim Sex mit seiner Mutter zu filmen. Oh. Gut an Berlin, alte Kuh, maskulin, optisches Erscheinungsbild, Buchstabe I. Ich werde deine Meinung mit der Tech-9 ändern. Bei meinem letzten Album hab ich meine Eier verloren. Doch ich bin wieder back, Mutter unterhalb ist enorm. Die Eier sind wieder da, wo sie hingehören. In dem Mund von Flairs Mutter. Macht es aus dem Benz Mansori. Patrick war Arschgeber und dem Heimopfer von Sexualstraftätern. Denn ich steh nachts vor der Tür von Patrick und Frier. Yeah. Kitty Cat seh ich in Hocken mit Klamotten anstatt Saugen oder Kochen am Bauch wie eine Fortschrift bauen und die Karotte, weil ihr Fortschritt seid. Wie Tides Henkers Mahlzeit wird der Bordstein sein. Sitze bei dem Polizeiverhör und antworte nicht. Nicht so wie Flair, der antwortet sich aber im Polizeiverhör. Schute
zweimal auf Maskulin und dieser Patrick liegt neben seinem Abschiedsbrief. Denn vom Maskulin Way singt der Test. Also Leute, lass die Finger davon. Du von Patrick die Schwester kennen? Ich hab's übers Netz gemacht wie Schmetterbälle. Patrick, Zilla, Giat, ich fick auch Lars. Was für dich Übergröße ist, ist für mich körperbetont. Keine gute Line, nein, gratis ich mich selbst. Dein Körper betont ist bei mir nur XXL und deine Größe und mein ist. Ich vögel jetzt die Ex von dem Beach. Okay, Flair, und meine Nase. Das ist Banger Musik, die Szene meint, ich sei kein Rapper, sondern mehr Mutter, Unternehmer. Flair. Und Flair wächst seit Heimtagen. Bis ich ihm sag, Sex kann man auch ohne Gemüse und zu zweit haben. Nun warum sich die Kugeln in deiner Brust befinden? Zur falschen Zeit am falschen Ort im Bus ganz hinten. Und vom Salat schrumpft der Bizeps, sagen Kolle und Matto. Ich füg noch hinzu, von Möhren weitet sich der Anus. Yeah!